Hi Leute, erstmal sorry, dass letzte Woche kein Video von mir kam. Ich war verhindert, weil ich den ganzen Papierkram machen musste, weil wieder was für die Namensänderung gekommen ist und Papiere für die Bundeswehr sind gekommen und die muss ich halt bearbeiten und deswegen habe ich es nicht geschafft, mein Video zu machen und hochzuladen. Dafür mache ich jetzt beide Themen auf einmal. Also letzte Woche war das Thema Namensfindung. Ja, wie habe ich meinen Namen gefunden, beziehungsweise was könnte euch eine Hilfestellung geben? Also für mich war es wichtig, dass ich auf jeden Fall einen Doppelnamen habe, also zwei, weil meine Geschwister auch zwei haben und ich vorher auch zwei hatte und deswegen war mir das wichtig, dass ich wieder einen Doppelnamen habe. Und ja, dann habe ich erstmal mir sämtliche Namen durchgelesen. Ich glaube, ich bin, was weiß ich, 15.000 oder 10.000 irgendwas Namen durchgegangen, habe mir die alle durchgelesen, habe mir die rausgeschrieben, die mir am besten gefallen haben und habe mich dann zwischen denen entschieden. Was waren denn so meine Auswahlkriterien? Ich wollte auf jeden Fall, erst wollte ich was Amerikanisches, dann dachte ich mir so, ja, nee, nichts Amerikanisches, weil es erstens nicht so gut zu meinem Nachnamen passt. Weil mir viele gesagt haben, ja, die Leute outen sich nur als trans, weil sie einen amerikanischen Namen wollten. Und diesem Klischee wollte ich halt nicht entsprechen. Und deswegen habe ich mir einen Namen gesucht, der in meinem Altersrahmen liegt. Also in den Jahren, von wo ich geboren worden bin. Ich bin 96 geboren. Dann wollte ich, dass der Name ja, jetzt nicht unbedingt arabischer Herkunft ist, aber dass er zu den Namen von meinen Geschwistern passt und zu mir. Und vor allem auch, dass er sich mit meinem Nachnamen gut anhört, dass der Name seriös ist und dass er nicht länger ist als zwei Silben. Weil, ich weiß nicht, ich glaube, mit einem längeren Namen hätte ich mich nicht identifizieren können. Auf jeden Fall habe ich dann ein Auswahlkriterium gehabt, habe mir von den, was weiß ich nicht, wie vielen Namen ich hatte, ich glaube, am Ende waren es 20, die ich rausgeschrieben hatte. Dann habe ich mir die nochmal durchgelesen, habe davon nochmal aussortiert. Dann waren es, glaube ich, nur noch 10 oder so. Dann habe ich das nochmal aussortiert und immer... Ich bin gerade mein Video am Machen. Dann habe ich das noch weiter aussortiert und ja, dann hatte ich am Ende, glaube ich, noch 5 oder 6 Namen. Die Liste habe ich, glaube ich, noch irgendwo hier rumfliegen. Ich kann mal sagen, welche Namen ich auf meiner Liste hatte. Ich hatte Maximilian. Bennett hatte ich auf meiner Liste, Linus glaube ich auch, Jost und Justus, dann Elias, so wie ich jetzt geschrieben werde, I-L-I-A-S, dann Elias, E-L-Y-A-S, weil ich wollte, dass mein Name auch irgendwie ein Stück weit was Besonderes hat, was nicht jeder so hat. Und ja, dann habe ich mit den Namen rumgespielt und geguckt, was sich am besten anhört, welcher denn mein Favorit für meinen Erstnamen ist. Dann hatte ich als Favorit für meinen Erstnamen entweder Bennett, Elias oder Elias. Und ja, dann habe ich mich für Elias entschieden, nach, ich glaube, einer Woche oder so. Nachdem ich mir das wirklich durch den Kopf gehen lassen habe, mich von Personen damit ansprechen lassen habe, mich geguckt habe, ob ich darauf reagiere, ob ich... Ich weiß nicht. Für mich war das erstmal wichtig, dass ich auf den Namen reagiere, da mein alter Name hatte auch ein I, als war nicht am Anfang, aber auch in meinem Namen. Und deswegen war mir das auch wichtig, dass da auch irgendwo ein I drin ist, damit ich mich auch angesprochen fühle. Weil, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie immer Angst davor, dass wenn ich mir einen Namen suche, dass ich mich damit nicht angesprochen fühle. Das hat sich dann aber zum Glück gelegt und ich habe auch sofort nicht mehr auf meinen alten Namen reagiert. Das hat eigentlich relativ gut geklappt. Und bei meinem zweiten Namen war das dann noch so ein Hin und Her. Ich hatte erst Maximilian, also Elias Maximilian. Das hat mir dann aber irgendwie ein bisschen zu spießig geklungen. Dann hatte ich noch, also ich hatte als Zweitnamen Auswahl Elias. Ach, nicht Elias, tut mir leid. Maximilian, Justus und Bennett. Und dann habe ich mit meiner Mom darüber geredet, weil ich auch wollte, dass sie ein Stück weit mitentscheidet. Und dann habe ich sie gefragt und sie meinte dann, ja, Justus hört sich eigentlich am besten an. Und ja, dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich mir den Namen Elias Justus ausgesucht habe. Einfach weil mir der Name am besten gefällt, weil er zu meinem Jahrgang passt, weil er zu mir passt,
weil ich finde, dass er seriös klingt und man sich damit auch vorstellen kann, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel Anwalt werde, was total weit hergeholt ist, aber sagen wir es jetzt einfach mal als Beispiel, wenn ich jetzt Anwalt werde, dann kann ich mich damit auch vorstellen, bei anderen Kollegen so, dass es auch seriös klingt und ja, wie gesagt, als Tipps kann ich euch dafür geben, dass ihr euch die Namen, also erstmal so Kriterien macht, was ihr haben wollt, was ihr nicht haben wollt, ob euch die Bedeutung wichtig ist, ob euch die Bedeutung nicht wichtig ist, ob ihr euren Anfangsbuchstaben behalten wollt, ob ihr dies wollt, ob ihr das wollt, macht euch das vorher fest und geht nach diesem Kriterium vor. Vielleicht findet ihr dann auch plötzlich einen Namen, der dem gar nicht entspricht, der aber trotzdem zu euch passt, das kann auch sein. Aber dann hattet ihr wenigstens vorher dieses Auswahlkriterium und wisst dann ganz genau, wenn der Name eigentlich nicht da reinpasst und der trotzdem zu euch passt, dass es der richtige sein könnte. Und ja, das war es dann von mir zur Namensfindung. Thema diese Woche ist ja OPs. Was kann ich genau zu OPs sagen? Ich kann euch darüber eigentlich noch gar nicht viel sagen, weil ich mich damit noch nicht wirklich beschäftigt habe. Klar, ich weiß schon, dass ich nach Kaiserwerth möchte, nach Düsseldorf, weil mir da die Ergebnisse am besten gefallen und die OP-Techniken, die die machen. Und auch der Krankenhausaufenthalt nicht allzu lang ist und es halt bei mir in der Nähe ist. Und ja, aber sonst so wirklich kann ich euch zu OPs nichts sagen. Ich kann euch sagen, dass ich nicht alle Operationen möchte. Das, ich weiß nicht, viele denken sich dann immer, ja, wenn dann schon ganz. Aber ich weiß es nicht. Ich habe vor dem großen Aufbau jetzt nicht direkt Angst oder sowas, aber mir gefallen die Ergebnisse einfach noch überhaupt gar nicht. Wenn es in 10 Jahren anders sein sollte und mir die Ergebnisse in 10 Jahren gefallen, dann habe ich damit kein Problem. Dann mache ich es auch gerne, dann würde ich es auch gerne machen. Aber jetzt ist es halt noch nicht so weit, dass ich sage, ja, ich will das machen und es ist halt so. Ich bin ja jetzt erst kurz vor Testung, ich warte immer noch auf meine Blutergebnisse. Die sind zwar schon da, aber der Bericht muss noch geschrieben werden und das regt mich gerade ein bisschen auf, weil er gesagt hat 2 Wochen und jetzt sind schon 4 Wochen rum. Auf jeden Fall, ja, wenn ich euch was Genaueres zu den OPs sagen kann, dann kann ich darüber ja nochmal ein Video machen. Ich denke mal Ende des Jahres werde ich meine Mastektomie beantragen. Also Mitte des Jahres ungefähr werde ich die beantragen, sodass ich die Ende des Jahres machen kann. Dann habe ich ungefähr 12 Monate, ja, 12 Monate Therapie voll und halt die 6 Monate Testo, wenn mein Arzt sich jetzt mal beeilt. Und ja, das war es dann von mir für diese Woche. Und ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Und bei allem, was ihr macht, viel Spaß. Und ich hoffe, ihr habt schönes Wetter. Bei mir ist nicht so schön. Und ja, ciao.